Seid herzlich willkommen zurück zu Dead Space 3. Ich spiele diese kleine kurze Szene, die wir zum zweiten Mal. Nein, du sollst da rangehen, Isaac. Denn mitten im letzten Fight musste mein PC abschmieren. Sehr schön, sehr schön. Ich bin natürlich wieder voller Wut deswegen. Aber gut, ist halt so. Dann machen wir es halt normal. So schwer war das Ganze ja hier gar nicht. War ja bloß ein bisschen hier und da durchfliegen. Beziehungsweise noch war es ja einfach. An sich ist der Kampf auch nicht schwer. Na, wir werden sehen. So sieht's aus, Isaac. So sieht's aus. Das Ding killen. Dafür reicht nicht mal die Munition der gesamten Welt. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Um mich herum fliegen Marker. Ich kann diese TK-Platte nehmen und sie als Waffe werfen. So weit, so gut. So weit hatte ich ihn auch beim ersten Mal. Wenn es bloß die Felsbrocken wären. Okay, genau. Genau, das war noch easy. Alter, wo? Drecksvieh! Hey,
blödes Drecksviech. Wehe, du frisst mich. Da du mich nicht siehst, kannst du mich nicht treffen. Ja klar, als wenn es so einfach gewesen wäre. Gib das Ding her! Ich hab dir versehentlich die Eingeweide rausgerissen. Das tut mir jetzt aber leid. Komm schon, Isaac. Komm hoch. Das war's dann? Wir benutzen den Codex? Ja. Also kein Scheiß mehr. Wir werden jetzt hier sterben. Dafür hat die Erde wieder eine Zukunft. Isaac, bist du da? Carver? Isaac? Du bist tot, nicht? Das Marker ist nicht mehr. Es ist auch weg. Isaac, du hast es geschafft. Du hast es tatsächlich geschafft. Koordinaten der Erde bestätigt. Schockanfall aktiviert. Ja. Was? Wo? Wo? Ach, da. Ja. Somit haben wir Dead Space 3 dann
im Singleplayer auch geschafft. Kommt eigentlich noch was? Ne, ich glaube nicht. Ja, wir sehen jetzt quasi bloß, wie der Mond da drauf gestürzt ist. Inventar wird gespeichert. Nach dem Mond greifen. Komm auf meine. Gut. Alles klar, der Kater hängt wieder oben auf den Kartons rum. Gut. Wir haben Dead Space 3 quasi jetzt also im Singleplayer durchgemacht. Der Koop-Modus wird natürlich auch noch kommen. Dazu muss ich aber erstmal mit Filuno sprechen, wann wir das dementsprechend machen wollen. Das wird aber erst ein bisschen später kommen. Ich mache jetzt mal ein bisschen was anderes. Der Knarz. Und es bleibt ja immer noch Pokémon aussehen. Naruto Ultimate Ninja Storm 4 ist ja auch noch. Die Speicherdaten sind da. Besser gesagt, die Story an sich ist ja durch. Ich konnte sie doch retten, komischerweise. Bin ja aber natürlich auch sehr froh drüber. Und ich werde das erstmal durchgehend machen. Erstmal. Eigentlich hatte ich ja noch vor, Dings zu machen. Bioshock soll natürlich auch noch kommen. Ich hoffe ja immer noch auf den vierten Teil von Dead Space, an dem Isaac wieder kommt, aber im Moment haben sie ja nicht gerade die Motivation bzw. die Lust oder auch was weiß ich, was auch immer, um überhaupt daran weiterzumachen. Ganz 100% habe ich glaube ich nicht, denn dafür habe ich einiges ausgelassen. Ich meine, ich war sowieso froh, dass ich überhaupt durchgekommen bin. Vor allem jetzt zum Schluss bin ich doch ziemlich oft drauf gegangen. Wenn ich alleine an den Weg dorthin überhaupt denke, bin ich ganz schön oft flöten gegangen. An meinen Gefühlsausdruck in der letzten Folge konnte man das ganz gut sehen. Es gab wirklich einige schwere Situationen hier in dem Spiel. Das muss ich schon zugeben. Es hat ja auch wiederum Spaß gemacht. Aber ich habe mich wirklich echt gegruselt. Und jedes Mal nach solchen Scheißsituationen, die Hand ging quasi. Naja. Aber ich bin auch wirklich nicht für Horror-Games gemacht. Silent Hill für die Wii habe ich ja auch noch offen, was ich auch eigentlich immer weitermachen müsste. Aber ich nicht wirklich die Meinung dazu habe. Das Spiel an sich ist ja nicht gruselig oder dergleichen, aber in Videogames halt, das ist ein bisschen was anderes, als wenn ich so einen Horrorfilm gucke. Liegt ja vermutlich auch daran, wenn man sich wirklich mehr in diese Person reinversetzt, die man da spielt. Naja. Aber trotzdem, die Dead Space 3 hat mir an sich schon immer sehr gut gefallen. Naja. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr in den anderen Projekten wieder mit dabei seid. Egal, was sei es bei Pokémon, sei es bei Naruto oder was auch immer kommt. Obwohl, Minecraft müsste ich auch mal wieder aufnehmen. Minecraft habe ich auch schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Apropos
Mein YouTube-Kanal-Konto ist jetzt freigegeben. Ich kann dort Videos hochladen. Dort werde ich mit Pokémon zu Silver machen, beginnen. Wenn ich mit Pokémon Schwarz durch bin, kommt der Pokémon zu Silver. Das wird dann quasi hier auf YouTube als auch auf DTube gegeben, weil YouTube hat was an seinen Monetarisierungsklauseln ein bisschen was geändert. So dass ich jetzt dementsprechend, weil ich nicht die genügende Anzahl habe an Abonnenten oder Wiedergabestunden in einem Jahr, kann ich also im Moment nicht monetarisieren. Was ich ziemlich, ich sag mal, scheiße finde. Aber ändern kannst du erstmal nichts. Mit YouTube andererseits kann ich dennoch ein bisschen was verdienen. Auch so habe ich nicht viel verdient. Aber ich habe mich über jeden Cent halt gefreut, ne? Naja, vielleicht ändern sie das irgendwann. Oder aber ich kriege doch noch einen Durchbruch. Je nachdem. Es hat mich jedenfalls sehr gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, beziehungsweise wunderschönen Abend und wunderschöne Woche. Und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Haut rein. Ciao.